Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel in der MDCC-Arena gegen Eintracht Braunschweig. Endstand vor 17.374 Zuschauern, 2:0. Präsentiert wurde die Partie von unserem Partner MNBVG. Herzlich begrüße ich auch die beiden Cheftrainer Michael Schiele und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Michael Schiele. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde. Christian, dir und Magdeburg, Glückwunsch zu den drei Punkten, zu dem Sieg. Ich glaube, der Unterschied in der ersten, zweiten Halbzeit war, ja, dass Magdeburg da die Tore in der ersten Halbzeit gemacht hat. Wir leider nicht in der zweiten Halbzeit. Wir waren in der ersten Halbzeit ein bisschen ängstlich, sind dann eher einen Schritt zurückgegangen. Magdeburg hat uns dann hinten reingedrückt, hat dann ja auch nach vorne verteidigt, haben trotzdem auch zwei, drei gute Möglichkeiten, wo wir Leon Lauberbach beim langen Pfosten, weil es ja dann einmal noch, wo Torwart gut hält, wo der Ball mal durchrutscht, wo er annehmen will, wo er eigentlich gleich auf das Tor dann auch schießen soll, könnte. Wie wir das erste Tor bekommen, war abgefälscht, aber gut rausgespielt, und das zweite war ein Fehler von uns, und dann steht es 2:0 in der Halbzeit. Ist natürlich bitter, aber wir haben gesagt, wir gehen nochmal raus, werden auch Forscher spielen, das haben wir auch gemacht dann. Wir hatten auch Torchancen, aber irgendwie ist er heute nicht reingegangen. Nach dem Standard mal Kobylanski Freistoß, dann, also muss ich mir noch anschauen, so 50-50 Aktion, 11 Meter. Ich glaube, der ja, ist schon ein ganz klarer Kontakt da, aber das sind Sachen. Vielleicht, wenn wir ein Tor machen, dass es 2:1 dann auch steht, dass wir, ja, können wir auch gut nachlegen derzeit. Ihorst hat noch Chancen, dass wir vielleicht auf ein 2:2 hinkommen, dass wir dann einen Punkt mitnehmen, was wir auch wollten vorm Spiel natürlich. Jetzt ist es bitter, 2:0 verloren hier. War natürlich geile Stimmung im Stadion mit sehr vielen Zuschauern, auch viele von uns da gewesen. Und ja, ich denke, wir können aufgrund der zweiten Halbzeit oder nach 30 Minuten da trotzdem erhobenen Hauptes hier gegen eine Top-Mannschaft dann auch wegfahren und gucken, dass wir dann am Dienstag in unserem Nachholspiel auch die Punkte wiederholen. Dankeschön. Vielen Dank, Michael Schiele. Christian Tietz, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, grundsätzlich fand ich, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben, aber es war die ersten 10, 12 Minuten, fand ich es trotzdem fahrig. Eigentlich kam man gleich mit der, so nach 90 Sekunden gut rein, wo es ein klarer Kontakt bei Luca gab in der Box und das leider so ein bisschen übersehen worden ist. Wir hatten dann aber immer mehr und mehr mit der Spieldauer, haben wir Spielkontrolle aufgebaut, haben uns mehrere gute Möglichkeiten rausgespielt, gehen mit 2:0 in die Halbzeit, mussten immer hinten aufpassen, weil Braunschweig wirklich schwer war, gefährlich war, wenn sie ihre Steckpässe gespielt haben oder die Außeneingaben. Aber ich finde, hat man es noch konsequent verteidigt, hätten auch in der ersten Halbzeit auf das dritte Tor stellen können, kommen dann raus und dann war das, was wir aber auch wussten, dann führst du 2:0, dann muss der Gegner stärker kommen, dann hat Braunschweig auch wirklich seine Qualität mit reingespielt. Dominik Reimer dann noch 2-3 Mal wirklich sehr gut gehalten, trotzdem aber auch in der zweiten Halbzeit hatten wir mehrfach richtig gute Möglichkeiten, auf das dritte Tor zu stellen, dann wird das Spiel natürlich ein Stück weg einfacher. So war immer eine gewisse Gefahr mit drin, weil Braunschweig mit ihrer Qualität auch immer für ein Tor gut gewesen wäre, aber wenn ich das gesamte Spiel betrachte, finde ich, haben wir heute verdient gewonnen. Und vor allen Dingen, wie die Mannschaft heute hier nach den Wochen aufgetreten ist, fand ich schon sehr positiv. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte mit Nennung des Namens und des Mediums, für das ihr tätig seid. Ist der noch nicht von der Bild-Zeitung. Frage an Christian Tietz. Sie sagten selber, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Nach den letzten Wochen fanden Sie schon sehr ordentlich. Bei uns war viel die Frage, wie kommt der FCM aus dieser Corona-Pause raus und dann halt trotzdem gegen den ebenbürtigen Gegner eine dominante Leistung zu zeigen mit einem verdienten Sieg. Hat Sie es trotzdem ein bisschen überrascht oder sind Sie heute aufgestanden und wussten, genau das passiert? Also ich wusste eins, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen. Braunschweig hat ja heute ein gutes Spiel abgeliefert, ja, und uns auch wirklich vor Aufgaben gestellt. Aber die Woche war trotzdem, wie ich es vorher gesagt habe, ist positiv verlaufen. Die Art, wie wir trainiert haben, wie die Jungs immer bereit waren, auch immer wieder in die Spitzen reinzugehen, wie sie motiviert waren. Wie ein Spiel verläuft, das kann ich nie vorhersagen, weil das hat viele Faktoren. Aber ich bin natürlich froh, dass wir es heute über die Spieldauer dann so positiv und gut gemacht haben. Jetzt ist mit Braunschweig wieder ein starker Gegner absolviert. Corona-Pause überstanden mit 13 infizierten Spielern. Was und wer kann denn den FCM überhaupt noch stoppen diese Saison? Also so weit will ich nicht gehen, sondern ich würde mich freuen, wenn wir, weil wir ja doch auch jetzt über die viele Wochen hinweg viele angeschlagene Spieler und verschiedene Fälle hatten,
dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird. Aber ich weiß, dass wir in einer komplexen Situation leben, wo immer wieder mal was passieren kann. Ich hoffe das übrigens auch für den Gegner, dass es ihnen ähnlich gut ergeht, dass das nichts passiert. Und bei uns, wir werden da versuchen, weiterzumachen, wo wir heute beendet haben, nämlich uns akribisch wieder für in der nächsten Woche auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Vor allen Dingen versuchen, das haben wir immer gesagt, die Spiele zu null zu gestalten. Das war heute was ganz Wichtiges, weil wenn du hier ein Tor bekommst, kann es auch schwerer werden. Und dann natürlich, wenn wir in dem Spiel sehen, auch vielleicht mal die eine oder andere Chance noch besser ausspielen. Aber wir wissen, dass wir noch viele Bereiche haben, die wir abdecken müssen. Deswegen letzte Frage von mir. Weil Sie sagen, die Null steht hinten. Man spricht immer von Barış-artig und es fallen Tore und die super Offensive. Welche Rolle spielt denn auch Dominik Reimann? Weil er ist unauffällig, aber wenn es auf ihn ankommt, ist er da. Ja, der spielt eine sehr wichtige Rolle, weil er jetzt schon in mehreren Spielen, auch wenn der Gegner Chancen hatte, wirklich auch auf der Höhe war und viele Bälle gut gehalten hat. Und heute war es beim Stand von 2-0 wirklich sehr wichtig, dass wir ihn hatten, dass er Dinge auch klären konnte. Aber was ein zweiter Faktor natürlich auch ist, ist die Art, wie er von hinten das Spiel mit einleitet. Das gibt uns natürlich einen Pluspunkt, wenn uns ein Gegner wie heute auch wirklich aktiv anläuft und unter Druck setzt. Kevin Gehring von der Volksstimme, auch eine Frage an Herrn Tietz. Sie haben sich heute für Raphael Obermeier rechts in der Viererkette entschieden, obwohl er nicht bei 100% war, wie er selbst sagt. Was war der ausschlaggebend, dass er trotzdem den Vorzug bekommen hatte? Ich habe mich eigentlich für eine Aufteilung entschieden. Das hatten wir vorher schon mit ihm im Flowcard besprochen, dass wir gerne die Partie aufteilen wollen. Und bei Flo war es einfach, der war eigentlich die Woche gesund, dann hat er sich einen Hexenschuss zugezogen, sodass wir ihn erst spät in der Woche ins Training überhaupt integrieren konnten. Und Rafa hat wirklich in den Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck gemacht und hat ihn hinterlassen. Und wir hatten auch die Woche zuvor die Trainingspläne mit ihm gut abgestimmt, sodass wir schon wussten, eine Halbzeit wird auf alle Fälle gut gehen, wahrscheinlich auch noch 10 Minuten. Und das war die Idee, dass wir mit ihm anfangen, damit Flo nachlegen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Pressekonferenz. Unseren Gästen aus Braunschweig wünsche ich einen guten Nachhauseweg und uns allen noch ein schönes Wochenende. Danke.